Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass mich der niederländische Künstler Thies Poot kontaktierte. Er erzählte mir etwas von seinen Filmen, die er gemacht hatte und dass dort eine Affinität bestehen würde zur Glasmalerei. Ich konnte mir da zunächst nicht viel drunter vorstellen. Das änderte sich allerdings schnell, als er mir eine DVD zuschickte mit der Trickfilmanimation Missionville von 1989. Langsam sickert die Farbe in den Film und die Bilder werden abstrakter. Die Farbhut erreicht diesen glasmalerischen Eindruck durch die aufwendige manuelle Bearbeitung jeder einzelnen Filmsequenz des durchsichtigen Zelluloid-Filmstreifens. In der kleinen Kabinettausstellung kommen Sie nicht nur in den Genuss, vier einzigartige Animationsfilme von Thies Poot zu sehen, sondern darüber hinaus sind die künstlerisch manipulierten Filmstreifen in Leuchtkästen ausgestellt. Erstaunt stellt man fest, wie viele einzelne Standbilder es braucht, um ca. 60 Filmsekunden auszufüllen. Die Verbildlichung von Zeit ist einer der faszinierendsten Aspekte dieser Werkinstallation. Genießen Sie entschleunigende Augenblicke bei der Betrachtung des filmischen Werkes. Ich danke Thies Poot für die anregende Rauminstallation, die eine interessante Symbiose zu den anderen Glaskunstwerken in unserem Museum darstellt. Vielen Dank, Thies Poot. Also